Herzlich willkommen zu unserem neuen Reef Buddies Talk. Heute der Aquariumscheck. Wir sind heute bei den Reef Buddies zu Hause. Was ihr im Hintergrund seht, ist unser Reef Buddies Aquarium. Unser Experte Markus Mahl hat es vor knapp 3 Monaten bei uns hier aufgebaut und wir fragen ihn heute, wie sich es entwickelt hat. Also er soll sich mal anschauen, was läuft gut, was läuft schlecht, wo können wir was nachbessern, was haben wir vielleicht schon gut gemacht. Markus, du siehst jetzt nach 3 Monaten das Aquarium das erste Mal belebt sozusagen. Wie ist so dein erster Eindruck? Der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Es wirkt sehr schön, sehr bunt. Das Wasser ist kristallklar, Korallen öffnen für die kurze Beleuchtungsdauer sehr, sehr schön, haben ein großes Blütenbild, der Sand ist sauber, was will man mehr? Kurze Beleuchtungsdauer, also wir haben jetzt 10 Uhr vormittags, also das Aquarium ist jetzt seit etwa 2 Stunden beleuchtet und es ist eben vormittags. Das Wasser ist relativ klar. Wir hatten ja zwischendrin mal, das haben wir dir über Telefon oder halt auch wenn wir dich getroffen haben, schon erzählt, wir hatten zwischendrin eine kleine Cyanobakterienplage, die wir so wieder ganz gut losgeworden sind, eben mit Absaugen. Und ein Punkt war auch, dass wir Plankton dazugegeben haben über längere Dauer, also mehrere Wochen. Wir hatten den Eindruck, dass durch das Plankton das Wasser auch noch mal klarer geworden ist. Hat uns der Eindruck getäuscht oder stimmt es? Nee, durch die Zugabe von Phytoplankton hast du immer als Synergieeffekt ein klareres Wasser, weil die Wasserqualität sich in sich nochmal stabilisiert und verbessert. Auch für den Zeitraum, wo die Cyanos aufgetreten sind, ein völlig normaler Zeitpunkt, weil gerade in diesen Anfangsphasen ist das Becken im bakteriellen Ungleichgewicht noch nicht so stabil und dadurch kriegen die Cyanos die Oberhand und haben wir einfach immer wieder in diesen ersten 3, 4, 5 Monaten. Wir haben ja jetzt, sind die Riffäste so recht sauber wieder. Wie findest du eigentlich so den gesamten Aufbau? Also der ist ja auch wichtig dafür, wo die Korallen sitzen, wo sie ihr Licht bekommen. Wie findest du so die Anordnung im Aquarium? Ich finde ihn sehr, sehr schön, weil er ist sehr, sehr locker strukturiert, lässt Platz für die Fische als Rückzugsmöglichkeiten, bietet aber genügend Siedlungsfläche. Wie man jetzt sieht, ihr habt ja schon einiges aufgeklebt mit Korallenkleber auf die Steine. Er drückt das Becken nicht optisch, wie es oft ist, wenn reine Felsaufbauten vorhanden sind, sondern er lässt dem Becken auch noch Luft, das optisch und leicht wirkt. Ja, das war so ein Bestreben auch, als wir die Riffäste reingetan haben, dass es ein bisschen lockerer ist. Also ich finde es jetzt auch immer ganz schön, wenn man noch so richtig das Wasser sieht und nicht alles ganz voll ist. Wer weiß, wie es bei uns in 1, 2 Jahren ausschaut. Wir haben am Anfang halt sehr viele Weichkorallen auch reingetan. Wie findest du deren Zustand? Man sieht es ja oben jetzt an der grünen Sinularia, an der Lederfingerkoralle. Die hat sich sehr, sehr schön und prächtig entwickelt. Wächst immer mehr, kriegt unten schon wieder einen Ableger von da, auch vom Standort. Gute Strömung, gutes Licht. Bei den SPS-Korallen, also bei den LPS-Korallen, bei den großblütigen Steinkorallen sieht man auch, dass sie sich sehr wohl fühlen, öffnen sehr gut, haben schöne Farben, keinerlei Gewebeschäden. Man sieht nirgends das Kalkskelett und man sieht auch die verschiedenen Farbtöne und wie stark die fluoreszieren, fühlen sie pudelwohl. Ja, schön. Also ein bisschen weniger Glück haben wir jetzt mit diesen Steinkorallen. Also wie man schon sieht, die schauen nicht so super aus. Wie es wäre da so die Diagnose des Dr. Mahl? Die haben das Beste hinter sich, die sind kaputt. Man kann jetzt alles machen, dass man vielleicht noch versucht, oben in dem Bereich sieht man noch einzelne ganze Fragmente, die man dann im gesunden Gewebebereich abtrennt und die dann mit Korallenkleber nochmal festsetzt und zu versuchen, die nochmal zumindest zu retten und aus der neue Kolonie zu bauen. Okay, das wäre jetzt schon der Rettungsversuch. Was glaubst du, warum das so gekommen ist? Also wir hatten ja schon auch Wasserwerte immer gemessen und ja, schon so das Gefühl, dass wir es richtig machen und trotzdem hat es jetzt nicht geklappt. Was wäre so deine Vermutung, warum ist das schief gegangen? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, die Wasserwerte haben nicht gepasst, dass die wirklich, es waren einmal höhere. Welcher Wert wäre da jetzt besonders wichtig, auf den man achten muss? Wir haben einen höheren Nitrat- und Phosphatwert mal gehabt, kurzzeitig. Dann war die Strömung ein bisschen anders mal hinten. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann hat es einmal ein bisschen ein Problem mit dem Licht kurz gegeben.
wo das Licht völlig unkontrolliert das Becken bestrahlt, beleuchtet hat. Und solche Dinge, wenn wir die nicht sofort mitkriegen, führen halt auch zu starken Gewebeschäden oft. Gerade bei kleinpolypen Steinkorallen, wo die Milkas extrem hart und robust sind. Okay, wir haben jetzt da oben, sehen wir auch zwei Pumpen sitzen. Kann es sein, dass das zu viel ist oder dass die nicht direkt die Strömung wollen? Also bei der vorderen, die sollte man ein bisschen anders einstellen, weil die direkt aus kürzester Distanz zum so Randbereich direkt die Milka beströmt, was immer zu Gewebeschäden führen kann. Okay, also die dann verrutschen oder... Die werden wir nachher ein bisschen anders ausrichten. Okay. Sonst geht auf die Voll- oder Großteil der Strömung aus kürzester Distanz auf das Korallengewebe, was das Korallengewebe dann an das Skelett presst und dadurch gibt es Verletzungen, dann gibt es Befälle und dann gibt es einen Ausfall. Und das Licht mal direkt und stark drauf gescheint hat, was ist dann da das Problem dabei gewesen? Im Endeffekt ist es fast eine Verbrennung. Okay. Wenn das zu stark und zu lang da drauf presst von oben und man sieht ja eins, die ist verhältnismäßig weit oben und dadurch ist natürlich, wenn das Licht zu stark als eingestellt drauf drückt, gibt es halt irgendwann nochmal ein Problem. Okay. Also wir fanden es jetzt optisch ganz schön, die oben hin zu tun, weil wir ja also hier so einen niedrigeren Aufbau haben, dann flach in der Mitte und dann würde es hier nochmal so ein bisschen nach oben wachsen. Meinst du, wir sollten die auch umpflanzen? Ich würde schon schauen, dass wir da hinten wieder sowas ähnlich setzen, weil das ganze Becken optisch in die Höhe zieht, dann wachsen die eben die Breite, was das Becken nach hinten und nach oben optisch extrem schön abrundet. Okay. Gut, dann werden wir nachher nochmal die Pumpe ein bisschen besser anordnen. Jetzt gibt es ja auch Korallen, die nicht unbedingt sich mit anderen Korallen vertragen. Also was würdest du sagen jetzt so zu der Anordnung oder zu der Gestaltung der Kommune im Aquarium? Man muss mal sich schauen. Mit der Anordnung, man muss mal beobachten mit den zwei Ophelien oben. Es kann funktionieren, kann aber nicht funktionieren, wenn die Kampftentakel ausfahren oder dass sie sich gegenseitig Gewebeschäden zuführen. Kampftentakel erkennst immer, wenn die Tentakel länger werden, einzelne, die dann versuchen, die Nachbarkolonie zu treffen und dann Nesselgift einzuspritzen. Mhm. Je nach Steinkorallenart 10, 15, 20 cm lang teilweise. Okay. Wenn das funktioniert, es gibt Becken, wo das extrem gut funktioniert, dass die fast ineinander liegen, kann man es lassen. Immer ein Risikofaktor hinten die Blasenanemone oder generell Anemonen, wie hier oder auch hier. Wenn die beginnt zu wandern oder größer zu werden, muss man schauen, im Lauf der Zeit wächst die Anemone, die Euphyllen wachsen, dass die Anemone auf keinen Fall auch in bestimmten Tageszyklen, falls die nur leicht wandert, die Euphyllen berührt, weil sonst die Euphyllia gnadenlos den Kampf verliert. Mhm. Würde die dann, die Blasenanemone, auch solche Tentakeln? Die vernesselt einfach komplett dann die Euphyllien. Mhm. Das führt zu schnellen Gewebeschäden, wo es meistens dann mindestens ein, zwei Polypen verlierst. Hier sieht man eins, bei diesen Korallenarten, die sind sehr dankbar erwachsen, sehr, sehr schön, sehr schnell, was aber irgendwann zum Nachteil wird, wenn da die auf die Euphyllia überwächst, dann kann es dazu führen, dass die zu stark wuchert und die Euphyllia komplett zurückdrängt. Mhm. Genau. Also sollte man die zwei ein bisschen weiter auseinander tun. Also es geht jetzt um die hier mit diesen kleinen, grünen, grasartigen Verlängerungen. Das Wichtige ist halt bei Glavularia-Arten, dass du immer darauf achtest, dass sie sich nicht zu stark vermehren, weil sonst du echt ein Problem hast, dass sie wirklich alles überwachsen. Also jetzt schaut sie ja eher bisschen klein aus. Die ist jetzt nicht ganz so, so fit. Wie schnell wachsen die denn? Wenn es der taugt, wächst die extrem schnell. Man sieht es ja hinten, wie die schon beginnt, über den Ast zu wachsen, nach hinten, nach unten. Selbiges ist unten mit der Xenia. Mhm. Bei der Xenia ist dasselbe, wenn die jetzt idealerweise, wenn wir auch schon mal darüber gesprochen gehabt haben, vom Stein nach vorne ziehen, dass sie keinen Kontakt zu dem Substratstein hat und sich darüber vermehrt. Weil Xenien, genauso wie diese Röhrenkorallen, die grünen, sich extrem schnell vermehren können. Da drüben bei der Xenia zum Beispiel ist die Gefahr, dass die überwächst, sehr, sehr gering, weil es keinerlei Kontakt zum Stein hat. Also dann hätten wir hier hinten schon so Berührungspunkte, die sich anbahnen.
mit bis zur Kupferanemone, genau. Und hier vorne. Die Kupferanemone wird hinten den Wuchs mit Sicherheit unterbrechen, weil die Kupferanemone deutlich mehr nesselt. Mhm. Aber die Tendenz wird nach oben sein und drauf zur Erfüllung. Das wird die Ausrichtung des Wachstums sein, weil die natürlich wächst, soweit sie kann. Mhm. Und das muss man eventuell ein bisschen eingrenzen. Erstmal, um die Siedlungsfläche noch für andere freizuhalten und vor allem, dass die ja nicht so am Schluss zur Plage werden. Mhm. Jetzt hat man vorher schon mal im Gespräch so kurz angesprochen, dass hier diese Steinkoralle so bräunlich ist und genau. Man sieht sie in vielen Aquarien ja mehr in grünlichen mhm. Tönen. Ist das jetzt, wofür ist das der Indikator und müssen wir jetzt was ändern an unserem Aquarium? Der Hintergrund, dass die dieses ursprüngliche Grün verloren hat, ist begründet darin, dass die hohen oder die höheren Nitratwerte, die kurzzeitig vorhanden waren, mit 20 Milligramm pro Liter einfach dazu führen, dass kleinpolypische Steinkorallen SPS bräunlich werden. Ist aber im Prinzip nicht schlimm, oder? Es ist optisch einfach jetzt nicht ganz so schön. Und das zu hohe Nitrat ist insgesamt halt nicht gut fürs Gleichgewicht. Genau, aber da sind wir dabei, das schon langsam runterzuziehen, weil wichtig ist, dass dieser Nitratwert langsam nach unten gezogen wird, dass auch die Korallen wieder die Möglichkeit haben, sich an die sinkenden Nitratwerte zu gewöhnen. Mhm. Gerade die Euphyllia-Arten und großblütige Steinkorallen sind da nicht so zimpelig. Die mit hohen Nitrat- und Phosphatwerten nur reagieren ziemlich zickig, wenn du den Wert zu schnell nach unten ziehst und sie sich nicht anpassen können. Okay. Also keinen zu harten Entzug. Quasi. Genau. Wir haben auch noch Fische und andere Tiere ins Aquarium reingesetzt. Also wir haben einen Seeigel noch drin. Ich weiß gerade nicht, ob man den gerade sieht. Der Euphyllia. Der wächst eigentlich auch ganz gut. Ja. Also ich habe so den Eindruck, den kann man schon fast zuschauen beim Wachsen. Dann haben wir noch Einsiedlerkrebse drin, paar Grundeln an Fischen, die man jetzt vielleicht gerade nicht sieht. Und dann halt, was man sehr gut natürlich sieht, die Clownfische, Riffbarsche, Schwalbenschwänzchen. Wie findest du den Fischbesatz? Passt der zu dem Aquarium? Haben wir zu viel, zu wenig? Ich finde den Besatz sehr, sehr gut und sehr schön, vor allem, weil ihr darauf verzichtet, wirklich größere Fischarten, wie jetzt Doktorfisch oder irgendwas einzusetzen, die in so einem Becken auf Dauer keinen Spaß haben. Ja, also wir haben ja, das Aquarium hat 300 Liter mhm. und wir wollten halt auch nur Fische, die sich drin wohlfühlen und auch auf Dauer drin bleiben können. Also jetzt nicht Fische, die wir dann, wenn sie groß sind, wieder rausnehmen müssen, sondern halt auch nur das nehmen, was zu unserem Aquarium passt und was es leisten kann quasi. Man sieht, was vor allem wichtig ist jetzt, weil du gerade den Seeigel angesprochen hast, ihr habt ja jede Koralle festgeklebt. Ja, außer halt Kupferanemone, genau, oder so. Gut. Aber bei den, wenn du so einen Seeigel setzt, ist wichtig, dass nahezu wirklich alles entweder fest im Stein fixiert ist, was natürlich bei Ästen fast nicht funktioniert. Und wenn du Äste nimmst, dass du klebst, weil sonst schmeißt du dir permanent Korallen runter, mhm. was wiederum zu Gewebeschäden führt, wenn die über längeren Zeitraum am Boden liegen oder im Gewebe drin liegen oder ineinander fallen, am schlimmsten Fall sogar noch. Ja, das hat man auch schon. Also wir hatten ja hier in der Ecke oben mal so einen kleinen Balkon, mhm. wo wir Ableger von Korallen zum Wachsen hingetan haben. Und da hat er auch immer mal wieder abgeräumt. Ja, das sind so typische Dinge. Beim Fischbesatz muss man schauen, mit dem Loriculus-Pärchen, also diese Flammenherzog-Kaiser, die zwei. Es kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren, dass die Korallen teilweise anfressen und dadurch die Korallen kaputt gehen. Gibt es sowohl als auch, muss man immer, ist ein bisschen Glück dabei. Also das sind jetzt tatsächlich unsere Neuzugänge. Die sind jetzt seit etwa 2 Wochen drin, die zwei. Aber ja, bis jetzt verhalten sie sich ganz brav. Geben wir natürlich einen irren Kontrast mit dem Rot zu den verschiedenen Grüntönen. Das ist ein optisches Highlight mit Sicherheit da drin. Ja, also farblich haben wir halt so halt mehr Grün und Rot und halt dann noch ein bisschen Blau mit den Riffbarschen. Das sichtbare Becken haben wir jetzt begutachtet. Dann, Markus, magst du auch mal in die Innereien reinschauen, ins Technikbecken? Schau mal. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier beim Eiweißabschäumer sehr schön sieht,
ist, dass das einen sehr, sehr schönen, trockenen Schaum produziert. Es wird nicht zu nass abgeschäumt und man sieht es dann unten auch, dass der wirklich extrem sauber und schön arbeitet. Der ist nicht zu stark eingestellt, nicht zu schwach, sondern optimal. Ich bin nämlich ein großer Fan, nicht zu nass abzuschäumen, sondern wirklich hier einen sogenannten trockenen Schaum, weil das immer besser funktioniert, vor allem auch die Gefahr, dass der Schaum immer überkocht, das heißt, dass das Überläuft deutlich geringer ist. Hier sieht man, die Patronen vom Patronenfilter stehen jetzt zum Tausch an. Man sieht deutlich hier die extreme Rückhaltequote von Sedimenten, die man wiederum auch oben sieht an dem kristallklaren Wasser. Dann haben wir hier noch die Nachfüllkammer mit dem Osmosewasser, die hinten, den wir jetzt leider nicht sehen, über den Sensor gesteuert wird. Das ist jetzt ein für sich autarkes System, wo man einfach mal drüber nachdenken kann, einen kompletten Aquariencomputer drauf zu bauen und die modular auszubauen, weil da der Vorteil ist, wenn du zum Beispiel mit einem IKS Nachfüllsensor arbeitest, kannst du Zeiten einstellen, das heißt, der Wasserstand sinkt, die Pumpe füllt auf und wenn der Vorgang länger als der definierte Zeitraum, zum Beispiel 35 Sekunden dauert, bricht er ab, wenn zum Beispiel der Schwimmer oder irgendwas defekt ist und es nicht erkennt. Das heißt, es kann nie zu viel nachgefüllt werden. Okay, also du hast jetzt schon gesagt, dass bei uns die Filterpatronen jetzt schon der Neige zugehen, also schon so gut gesättigt sind, dass wir sie bald austauschen müssen. Genau. Man sieht ja jetzt auch, dass unten im Becken sind ja auch schon ein bisschen so Ablagerungen. Müssen wir da vielleicht auch ein bisschen sauberer sein? Es bietet sich auch, dass man immer wieder die Sedimente, die sich logischerweise am Boden im Filterbecken ansammeln, immer wieder in regelmäßigen Abständen beim Wasserwechsel aussaugt, weil das haben wir festgestellt in der Praxis immer wieder teilweise auch Cyanoplagen provoziert. Ah, okay. Und vor allem auch die Sauerstoffsättigung im Wasser sehr reduziert, weil die sehr sauerstoffzehrend wird. Deswegen immer wichtig, immer wieder hinten raussaugen. Oder auch, was auch teilweise sehr gut funktioniert, wenn du eine Strömungspumpe einsetzt, die bloß mal am Tag zwei, dreimal eine Viertelstunde laufen lässt, dass das ganze Sediment in Bewegung kommt und dann geht es über die Filterung, wird es abgesaugt. Aber das ist ja eine tolle Idee mit der Strömungspumpe, da sind wir jetzt noch nicht drauf gekommen, weil man hat sie immer nur oben im Aquarium, dass man die auch mal einsetzt im Technikbecken, um das bisschen da die Wasserumwälzung besser zu haben. Wichtig ist, die nicht dauerhaft laufen zu lassen, sondern bloß so impulsartig, dass das immer wieder sich nicht ansammelt, dass die Bewegung bleibt und egal, ob es jetzt ein Patronenfilter oder andere Filtersystem hast, dass das greifbar wird fürs Filtersystem. Und wahrscheinlich erstmal mit kleinerer Stärke anfangen, oder? Braucht man nicht so viel wie oben von der Leistung her. Wenn ihr noch mal sehen wollt, wie der Markus vor etwa 3 Monaten das Aquarium bei uns aufgebaut hat, dann klickt hier. Wenn euch unsere heutige Folge gefallen hat, wenn ihr noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, postet es bitte in unsere Kommentare. Wir antworten euch. Und um in Zukunft keine Folge zu verpassen, abonniert uns einfach die Reef Buddies.